Das Drama um Nadja Abdel-Farag scheint kein Ende zu nehmen. Die Ex von Dieter Bohlen musste in die Notaufnahme. Nadja Abdel-Faraks Gönner, Multimillionär Andreas Ellermann, war eigentlich mit ihr zu einem Besichtigungstermin einer Wohnung verabredet, die der Ex von Patricia Blanco, der 58-Jährigen, anvertrauen wollte. Doch Nadja kam nie beim Treffen an. Sie hatte sich so darauf gefreut, doch Nadel kam nicht zum Termin. Ich habe mir große Sorgen gemacht, konnte Nadja danach auch 2 Tage nicht erreichen, erzählt er der Bild. Ellermann machte sich Sorgen und erfuhr von den Nachbarn, dass die ehemalige DJ in der Notaufnahme im Krankenhaus lag. Scheinbar hat sie sich beim Einpacken ihrer Umzugskartons am Rücken verletzt. Es besteht der Verdacht eines Bandscheibenvorfalls. Mir geht es zum Glück schon wieder etwas besser, gibt Nadel der Bild ein Update. Dennoch muss sich das ehemalige TV-Gesicht schonen und darf nichts Schweres mehr heben. Der Besichtigungstermin wird nachgeholt, sobald Nadja Abdel-Farag wieder fit ist. Wir werden den Besichtigungstermin so schnell wie möglich nachholen. Vielleicht zieht Nadja ja schon bald wieder um. Wenn sie sich im Herzogtum Lauenburg nicht wohlfühlt, werde ich ihr eben dabei helfen, in die Nähe ihrer Mutter zu ziehen, sagt Andreas Ellermann.